Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gwint. Ich bin hier im Bettlerviertel und hier ist ein Kaufmann. Er konnte ja Karten spielen und einen lieben Gruß an die Eva. Ich weiß gar nicht, ob du die Gwint-Folgen guckst. Was hast du Sie hat gesagt, der hat die größte Satteltasche überhaupt. Jetzt wollen wir mal gucken, die werden wir uns bestimmt leisten können. 100 Kapazität. 904 gekauft. Definitiv. So, vielen Dank. Das machen wir erstmal. Bis dann. Anlegen tun wir die aber noch nicht. Das machen wir dann in der normalen Let's Play-Folge. Ich will ja nur Karten spielen, aber die Satteltaschen haben 100 und meine jetzigen haben 30. Jo, alles klar. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie der so spielen kann. Wetteinsatz. Ich will Karten spielen. Irgendwo gab es ja noch einen Questgegner. Den muss ich nochmal wiederfinden. So, was haben wir denn hier? Ja, die hatte ich irgendwie noch bekommen. Verrottete Mangonel. Klingt super, aber verrottet ist immer irgendwie Mist. Nördliche Königreiche. Oh. 22 Karten. Der Christian Pohle hat mir mal geschrieben, er spielt nur noch mit Schönwetterkarten. Können wir mal versuchen. Dann würde ich die anderen beiden Wetterkarten rauslegen, die ich hier habe. Wäre eine Kälte. Können wir ja einfach mal machen. Schadet ja nichts, ne? So. Okay, Spiel starten. Verdammt, der hat Monster. Das ist... Da ist gerade da, ist schönes Wetter, echt scheiße. Weil die spielen von alleine auch schon immer schönes Wetter. Das ist, okay, gut, da kann ich jetzt nichts gegen ändern. Je mehr Heldenkarten man hat, desto unwichtiger wird das natürlich. Ich tausche den mal aus, das ist gut. Zwei Horn des Kommandanten und Bogenschützen. Hier, die packen wir auch mal weg. Na, okay, jetzt haben wir unten eine Verstärkung bekommen. Da war der Vierer natürlich besser. Jo, egal. Kein Spion. Das ist sehr schade. Den hätte ich jetzt gerne mal gehabt. Wir legen hier mal den einer raus. Ein Werwolf. Okay. Ja, dann packen wir den hin. Ach, das Horn, okay. Aber gut, den hat er benutzt. Den kann er jetzt gar nicht mehr benutzen. Ob ich jetzt schon die Finte rauspacke? Ja, ne? Ja, weil die kann ich da drauf nicht benutzen, die Finte. Nee, mache ich noch nicht. Lege ich das Katapult erstmal an. Können das noch ein bisschen ausreizen hier. Jetzt kann ich die Finte rausholen. Nimm das Katapult mal zurück. Und was später? Mein Gegner passt. Will ich das jetzt gewinnen oder will ich das passen? Okay, pass mal auf. Wir machen jetzt Folgendes. Die profitieren ja auch nicht von den Hörnern. Die profitieren ja von gar nichts. Wir versuchen mal was Cleveres. Wir packen da das... Au, da hebe ich fast... Ah. Nee, müsste schon zwei Stück davon spielen jetzt. Das ist aber blöd. Das ist aber... Ich müsste ihn spielen und dann noch eins.
Eins habe ich nicht mehr. Okay, doch, pass auf, wir machen das so. Wir spielen das Horn. Und wir legen ihn hier ab. So. Dann haben wir gewonnen. Jetzt müssen wir mit den Karten irgendwie die nächste Runde gewinnen. Ausgerechnet das große Katapult bleibt denn da liegen. Ein Spion, das ist... Den hätte ich lieber in der Runde davor gehabt. Den lege ich jetzt aber erstmal. Was kriegen wir denn hier? Naja. Na, verdammt, der hat noch ein Horn. Könnte jetzt passen. Ja. Ich passe jetzt mal. Ja, ja. Vielleicht war das auch doof, dass ich... da habe ich drauf gehofft, dass der da vielleicht liegen bleibt. Vielleicht war das auch dumm, dass ich gepasst habe. Ich werde mal gucken. Ich komme da mit. Aua! Wenn er da jetzt ein Horn reinpackt, dann gute Nacht. So, entweder holen wir uns den Fünfer wieder oder den. Ich bin ja geneigt, den hier zu nehmen, weil der verstärkt die drei Katapulte um je eins. Das macht plus drei und ich habe das Horn. Da schneide ich eben letztendlich, muss ich damit besser weiterschneiden. Au, au, au. Au, 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 au. Und dafür brauchst du jetzt eine Schlechtwetterkarte. Du kommst da mit anderen Sachen nicht viel weiter. Das ist so krass. Jetzt kommen noch alle drei Mumien dazu. Nee, gegen Monsterkarten brauchst du Schlechtwetter. Das ist ja meine Meinung eigentlich. Christian, bist du sicher, dass du gegen so ein Deck nur mit schönem Wetter spielen kannst und gewinnst? Ich weiß nicht. Ich meine, wenn du das sagst, wird das wohl stimmen, aber wenn er da jetzt noch ein Horn drauflegt, war es das, ne? Klar, noch ein Zehner oben drauf. Oh Mann, ey. Unglaublich. Es ist unglaublich. Wir gehen noch die Karten aus. Ey, guck dir die Scheiße an. Mein Gegner passt, ja. Ich würde sagen, da komme ich nicht mehr drüber. Okay, gut. Dann machen wir das nochmal. Und diesmal mal mit anderen Karten setzen. Netter Gegner. Ich will Karten spielen. Netter Gegner. Der hat echt fette Monsterkarten. Klirrende Kälte war Nahkampf. Alles klar. Da nehmen wir auf jeden Fall welche mit. Drei Stück. Ja, warum nicht? Der scheint sehr viele Nahkampfkarten zu haben. Gutes Wetter packe ich mal weg. Und anderen Anführer könnte ich nehmen. Verdoppel die Stärke deiner Belagerungseinheiten. Das ist da auch eine schöne Sache. So, zweimal Finte, zweimal Horn. Ione. Passt. Gucken wir es mal. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Blaue Streifen. Oh, noch ein Spion. Noch zwei Spione. Ich bräuchte eine Finte, wäre ganz gut. Aber vielleicht ziehe ich eine durch die Spione. Belagerungseinheiten habe ich ein bisschen wenig. Würde die ganz gern mal abgeben, die junge Dame hier. Aber, und den. Was ist denn dafür gekommen? Ich glaube, die Stufe 5 Nahkämpferin, ne? Das könnte sein, dass die gekommen ist. Okay, ich drücke ihm erstmal die Spione in die Hand. Okay. Mach mal ruhig.
die ruhig raus. Dann kriegst du den noch. Oh, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich habe momentan ja noch nichts auf dem Deck liegen, ne? Und mit dem Heiler kann ich mir auf jeden Fall eine Karte wiederholen. Und da würde ich mir dann vielleicht, mal der, wenn da kein zweiter mehr hinzukommt, ist der unwichtig. Nahkampf möchte ich eh raus haben. Dann legen wir den erstmal. Nahkampfeinheiten möchten wir raus haben. Und jetzt überlege ich mal. Wenn ich da oben jetzt so eine Regenkarte spiele, dann haben die alle zusammen nur noch 1, 2, 3, 4, 5 plus 12 sind 17. Sind 17. Ne? Oder? Ja, 5 plus 12 sind 17. 17 gilt es dann zu schlagen. Ich hätte dann mit dem Horn hätte ich 8. Ne, Moment, 17. Dann würde ich den noch. Ne, wenn ich. Da würde ich ja, müsste ich ja Regen spielen. Dann darf ich ja keinen Nahkämpfer. Ach, das ist aber schwierig. Ich habe dann 1 draußen. Ich habe dann nur 1 draußen. Okay. Ich habe nur 1 draußen. Das heißt 12, 13. Und ein 5er lege ich dann. Einen Bogenschützen. Geht nicht an, ne? Also wir legen den, dann setzen wir jetzt die Anführerkarte. Und jetzt muss ich noch irgendwo einmal den Regen setzen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Genau. Und jetzt muss ich ja, muss ich den Bogen schützen. Anders geht's ja nicht. Gut, dann haben wir gewonnen. Und mit den restlichen Karten muss ich die nächste Runde gewinnen. Ich bin am Zug. Dann fangen wir doch mal an. Ich passe jetzt auch nicht mehr. Ich will gewinnen. Blauer Streifen, Kira Metz. Wir nehmen die... Egal, insofern. Ich könnte Kira nehmen. Von der Ballista profitiere ich mehr. Ich habe ja noch 2 Hörner. Dann mach doch mal. Ja, da zieht er jetzt richtig. Aber kann er ruhig. Die werden alle runtergesetzt auf 1. Kann er so viel reinklopfen, wie er will. Komm, noch die Mumen dazu. Der hat wirklich eine Schlechtwetterkarte mit. Sau. Ab wann gibt's das denn? Ich spiele die Regenkarte erst am Ende aus. Aber jetzt hat er seine Belagerungseinheit auch geschwächt. So eine Nase, ey. Da wird doch jetzt hier nicht wohl noch extrem dicht Nebel bei sich haben, oder? Das wäre doof. So, die buffen sich jetzt richtig cool gegenseitig. Ja, siehst du? Ja. Den ja viel mehr gebracht, wenn er da oben den Nebel nicht gespielt hätte, oder? Ach, das wird schon. Ach, auf einmal spielen wir gutes Wetter. Auf einmal. Der Gegner passt.
Danke, ich habe gewonnen. Gewinnen sie aber auch so. Das reicht schon. Aber wir machen das noch eben fett hier. Passt. Herzlichen Dank. Punkt 20, ja klar. Und ein Half-Car-Heiler. Okay, was ist das denn für eine Karte? Das müsste ja von der Idee her, müsste es ja eine Monsterkarte sein, ne? Nee. Aber einen Ghoul habe ich noch einen zweiten. So. Half-Car-Heiler. Koyatel. So, schön. Ach, so ein Stufe 0 Heiler. Okay. Naja. Aber immerhin ein Heiler. Ist ja cool. Ja, ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Ne? Hier schön gegen gespielt und eine geile Satteltasche abgestaubt. Wir sind mal gespannt, ob Eva das sieht. Cool. Dann, ich bleibe jetzt mal beim Schema. Ich suche mir jetzt einfach den nächsten Gegner und den sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.